So, es begann als Königsindisch und später wechselte das zu Benoni. So ging das. Das ist so lange die Königsindische Zugreihenfolge. Ja, Königsindisch ist hier kurz Rachada oder der schlägt C. Auf jeden Fall spielte ich D5. Das ist dann der Übergang zu Benoni. Nach E6. Kurz Rachada. D5, CD5. Dume 8, H3, A6, A4. Hier kann man schon Springer E4 spielen, aber hat Springer D7 gespielt. Läufer E4, Dame C7, Dumm C1. Die Idee ist von diesem Dumm C1, wenn Schwarz jetzt Dumm B8 fortsetzt mit der Idee B5, dann spielt Weiß B4. Und nach C schlägt B4 ist Springer B5 sehr stark. Das wäre schon nachteilig für Schwarz. Nimmt er nicht auf B4, spielt er zum Beispiel B5, dann nach dem Schlagen B schlägt C, Springer schlägt C5, Springer D4, geht der Springer auf C6 und Weiß hat wahrscheinlich ein, ja, hat ein, ich bin mir nicht so sicher, wie groß der Vorteil ist, aber auf jeden Fall sieht es nach einem Vorteil aus. Das ist also die Idee vom Zug Dumm C1. Und hier spielt der Springer E4, was an sich ein guter Zug ist. Dann nehme ich auf, Dumm schlägt E4. Das ist überhaupt eine typische Sache in dieser Variante von Benoni, dass man Springer E4 spielt. Und Weiß reagiert fast immer auf die gleiche Art und Weise. Jetzt Springer D2, mit der Idee später den Springer auf C4 zu bringen. Und hier macht er halt einen dicken Fehler. Normal wäre hier das Qualitätsopfer. Nehmen, Läufer schlägt B2, Dumm B1, Schwarz hat immerhin einen Bauern für die Qualität und hat einen sehr starken schwarzfälligen Läufer. Springer C4, jetzt möchte Weiß A5 spielen, zum Beispiel nach Dumm B8 ist A5 gut. Deswegen sollte Schwarz wahrscheinlich B6 spielen und die Stellung ist offen. Ich würde sagen, Weiß steht vielleicht minimal besser, aber auf jeden Fall ist das noch alles viel Leben. Das wäre das Richtige für ihn. Und stattdessen macht er halt einen krassen Fehler. Der hat wahrscheinlich die Situation falsch eingeschätzt. Der spielt hier Dumm D4. Dumm D4 in der Hoffnung, dass ich vielleicht so etwas wie E3 mache und dann wäre Dumm B4 schon eine gute Möglichkeit. Er kann natürlich auch gleich hier Dumm B4 spielen. Aber dann wäre Springer C4 stark. Also auf jeden Fall hat er halt mit Dumm D4 einen Zwischenzug machen wollen. Aber was er übersehen hat, dass Weiß hier einen starken, die Idee ist von Schwarz natürlich B5 zu ziehen. Und hier hat Weiß einen sehr starken Zug Dame B3. Mit der doppelten Drohung. Die erste Drohung ist Springer C4. Und die zweite Drohung ist Läufer E3. Und dann nach Dumm B4, Dame schlägt B4, gewinnt, dadurch, dass die Dame auf C7 hängt. Das heißt, Läufer E3 ist jetzt eine Drohung, mit dem, die eine Qualität gewinnen könnte. Und plötzlich steht Schwarz hier mit dem Rücken zur Wand, wegen Springer C4, Läufer E3, zwei starke Drohungen. Was soll er jetzt machen? Da hat er halt einen Bauern gegeben, B5, aber für diesen Bauern hat er gar keine Kompensation, weil die Dame auf C6 auch riesenstark ist. Er hätte auch hier so spielen können, aber dann Dame C6 sehr stark. Und plötzlich hängt alles bei ihm. Und während die weißen Figuren alle sehr gut gedeckt sind. Gut, er hat Springer F6 gespielt, dann kommt aber trotzdem Dame C6. Jetzt hängt D6, hängt der Turm auf A8 und er hat praktisch gar keine Alternative, als das zu tauschen. Und jetzt muss man sehen, dass Weiß eine tolle Stellung hat und ein Mehrbauern dazu. Also die Stellung ist praktisch schon gewonnen. Dann ist es schon gelaufen. Er hat hier Läufer E6 gespielt. Da kommt Springer F3. Jetzt ist der Turm hängt an dem Bauern D6. Zum Beispiel nach Turm B4 kommt Läufer D6. Und Weiß hat eine gewonnene Stellung. Nach Turm D5 wäre Springer G5 gewinnbringend. Also hat er dann die Qualität hier gegeben. Aber dann ist die Stellung natürlich schon ganz leicht gewonnen, weil Weiß eine Mehrqualität hat und dazu noch ein Mehrbauern. Also gut, dann war es technisch nicht schwer.
Turm C8. Ich habe Springer D2 gespielt, um den Bauern nicht gleich abzugeben. Springer D5, Springer C4. Jetzt braucht man ein bisschen zu kalkulieren, eigentlich ist es nicht schwer. Springer schlägt D4, Springer schlägt D6. Die Stellung ist gelaufen. Springer E2, König H1. Jetzt hat er Turm D8 gespielt. Springer C1, Springer schlägt C8, weil es hat nach wie vor eine Qualität mehr und dazu einen riesenstarken Bauern auf C6. Deswegen ist es total gewonnen für Weiß. Er hat Turm D8 gespielt, da kommt Springer B7, Turm D2. Eigentlich hätte er hier schon aufgeben sollen, aber gut, egal. Turm schlägt B2, Turm D8, Läufer F8, C7, ja. Nein, ja, Springer C5 habe ich gespielt. Ja, Springer C5, Springer F4. Und nach C7 hat er aufgegeben. Na gut, das war ja schon relativ leicht. Also wie gesagt, der Schlüsselzug war Dame B3, den er übersehen hat. Danach ist Schwarz ziemlich schlecht dran, drauf. Und das Richtige wäre, stattdessen Turm schlägt D4 und Läufer schlägt B2. Da wäre die Stellung total offen gewesen.